nochmal Ihr Dr. Siebel, Frauenarzt und Sexualtherapeut aus Lüdenscheid, Spermien. Heute werden wir über schwanger werden wollen. Was für eine Rolle spielt der Mann? Circa 40% der Zeit, wenn es nicht klappt mit Kinderkriegen, liegt es tatsächlich an dem Mann. Es ist keine Schande. Man sollte auch das akzeptieren und offen darüber sprechen. Nur wenn man offen darüber sprechen kann, zumindest mit dem Arzt und nicht immer nur im Internet gucken, nur dann kann man auch Hilfe bekommen und zusammen den erfolgreich Kinder kriegen. Ob auf natürliche Weise oder auch durch künstliche Befruchtung oder sonstige Hilfestellung durch Arzt oder durch Therapeut. Warum ist das denn kein Geheimnis mehr, dass es denn schwieriger wird, Kinder zu kriegen? Vor 100 Jahren bräuchte eins von 30 Männern Hilfe, um eine Frau erfolgreich zu schwängern. Heutzutage braucht eins von 6 Männern. Das heißt, es wird schlechter und schlechter mit der Spermienqualität. Nicht nur, dass vor 100 Jahren ein gesunder junger Mann ungefähr 80 bis 100 Millionen Spermien in einem Milliliter Ejakulat hat. Vor 50 Jahren war das schon weniger, dass man nur 40 Millionen Spermien in einem Milliliter Ejakulat hatte als Mann, wenn man jung und gesund ist. Und heutzutage im Schnitt ist es 20 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Und die Weltgesundheitsorganisation hat sogar diese Zahl nach unten korrigiert, sodass, wenn man denn nur 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat hat, das wird als normal angesehen. Ja, zum Glück ist es so, man braucht ja nur ein Spermium, um ein Ei zu befruchten, um eine Frau zu schwängern. Nur je mehr gute Spermien man hat, umso wahrscheinlicher, je mehr und je guter oder je bessere Spermien man hat, umso wahrscheinlicher ist es auch erfolgreich durchzuführen. Wenn wir jetzt, ich sage Ihnen auch, dass alle jedes Jahr die Spermienqualität, Spermienmenge sich um 2% verschlechtert. Das heißt, in ungefähr 20 bis 25 Jahren wird 7 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat als normal angesehen. Es ist nicht nur Anzahl, was wichtig ist. Es ist schon wichtig, wenn man viel hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit besser. Aber auch, wie sieht denn diese Spermien aus? Wie ist der Form? Manchmal, und es ist überwiegend so, dass manche Leute nur 5 bis 15% ihrer Spermien sind gesund. Das heißt, von Form her ist es gesund. Einige sind doppelkopfig, andere haben große Köpfe, andere haben kleine Köpfe, zu kleine Köpfe, andere haben Schwänze, die auch nicht wirklich nach vorne bewegen lassen können, andere haben einfach zwei Schwänze. Und so sind denn diese Spermien auch nicht gut genug. Das ist aber kein Problem. Prozentual sollte mindestens 5 bis 15 gute Spermien drin sein. Ja, Spermien könnte auch gut und normal aussehen und trotzdem nichts taugen, wenn sie sich nicht gut bewegen oder gar nicht bewegen oder wenn sie nur im Kreise bewegen, wird auch zu keiner Schwangerschaft kommen. Manchmal bewegen sie sich zwar, aber sie können sich nicht zielstrebig bewegen. Die bewegen sich nicht geradlinig. Aber ein gutes Spermium sollte ja von A nach B zielstrebig bewegen. Die legen 20, 30 cm dann insgesamt manchmal zurück, wenn nicht länger. Das ist das, was denn ausmacht, diese Spermien. Warum haben wir denn diese Veränderungen? Also in der Regel ist es so, um 20 herum, wenn man 20 Jahre alt ist oder Frau 20 Jahre alt ist, dann ist sie denn am empfänglichsten, schwanger zu werden. Auch der Mann kann am besten um 20 herum. Je älter man ist als 20 oder je jünger man ist als 20, umso schlechter stehen die Chancen, schwanger zu werden oder jemanden zu schwängern. Und in unserer Gesellschaft fangen wir mittlerweile, weil wir bestimmte Planungen machen, fangen wir meistens Anfang bis Mitte 30 mit der Familiengründung.
Und weil wir alles denn planen, so wie ein Hausbau und Autokauf, machen wir uns viel Stress. Es muss jetzt klappen, weil ich so weit bin. Aber so funktioniert es nicht. Die Natur funktioniert anders. Gelassenheit ist sehr wichtig. Wichtiger als alles andere, dass man stressfreier ist und sich einfach auf sich kommen lässt und Zeit mitbringt. Besser ist, dass man 12 bis 18 Monate einplant. Je früher, umso besser. Warum 12 bis 18 Monate? Obwohl jeden Monat kriegt eine Frau einen Zyklus. Einfach so. Um 20 herum, wenn man 20 herum ist und gesund, dann hat man eine 30% Chance, pro Zyklus schwanger zu werden, wenn beide gesund sind. Das heißt, im Schnitt nach 2, 3 Zyklen, nach 3, 4 Zyklen wird die Frau meistens schwanger. Das hat man auch gesehen. Damals war man ja mit 20 geheiratet und nach Flitterwochen war die Frau schon schwanger oder nach 2, 3 Monaten. Das passt ganz gut ins Bild. Aber weil wir das so nach vorne schieben, und das kommt dann mit unserem Stress und Lebensführung, das ist aber nicht das einzige Problem. Es kommt dazu, das Rauchen, Alkohol, dass wir denn uns weniger bewegen und vor allem sportlich bewegen, dass wir mehr sitzende Tätigkeiten machen. Viele Leute mit Laptops auf ihren Schoß, das macht auch die Spermien kaputt, enge Hosen. Das ist auch nicht gut, dass wir viel zu viel Essen haben und viel zu viel und blöd essen. Das ist auch nicht gut und das macht auch unser Spermien kaputt. Und überhaupt, dass wir psychologisch manchmal vorbelastet sind. Diese Erfolgsdruck, die wir haben, sei es mit Sex oder auch, dass man denn Kinder kriegen möchte, das tönt sowohl den Mann als auch die Frau ab und das alles hilft nicht, eine Schwangerschaft entstehen zu lassen. Das sind ja sehr wichtige Sachen. Also unsere Ernährung, unser Lifestyle, bestimmte Krankheiten. Deshalb ist es auch wichtig, wenn man denn sich entschließt, ein Kind zu bekommen, Mann wohlgemerkt, dann sollte man auch einen Urologen aufsuchen. Wegen Sachen, die denn heutzutage häufiger sind. Ja? Geschlechtserkrankungen zum Beispiel, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Wir als Frauenarzt und Sexualtherapeut beraten beide und vor allem die Frau und schicken auch den Mann zum Urologen, wenn notwendig ist. Bei Geschlechtserkrankungen können dazu führen, dass sowohl Spermienzahl, aber auch Entzündungen und Irritationen in den Geschlechtsapparaten des Mannes denn auch die Schwangerschaft verhindert. Nicht nur das, auch Blockade. Es kann auch Obstruktionen denn in den Penis geben, in den Hoden geben oder an den Samenleiter geben. Das könnte auch dazu führen, dass es kaum oder nicht gute Spermien denn weitergeleitet werden. Es kann auch Erweiterung des Gefäßnetzes an den Hoden, an den Venen, die denn die Hoden versorgen, andere Gefäße, die denn die Hoden versorgen, die können durch bestimmte Lebensführung denn erweitert sein, sodass Blut denn immer in den Hoden bleiben und das führt zu schlechterer Spermienqualität. Eine sehr, sehr bekannte Erkrankung in diesem Zusammenhang wäre Varikozele, dass denn die Hoden befallen können. Da die Hoden, die sind natürlicherweise außerhalb des Körpers. Das hat einen Grund, weil der Körper ist wärmer. Die Hoden brauchen kühlere Temperaturen. Enge Hosen, irgendwie das immer nach oben drücken lassen, dass es denn wärmer ist in wärmerer Umgebung, führt auch zu schlechterer Spermienqualität. Das muss man ja immer gucken und darauf achten, wenn man denn Schwangerschaft haben möchte. Wenn ich jetzt Tipps geben sollte an einen Mann mit niedrigen Spermienzahl, die wichtigsten Tipps wäre als erstes, dass man einen Urologen aufsucht, nicht weil man unbedingt da krank ist, sondern man kann das aus dem Weg schaffen, das Problem. Die meisten Probleme kann man denn direkt aus dem Weg schaffen. Aber wie gesagt, man braucht ja nur ein Spermium und wenn man den besseren und mehr hat, umso besser. Statt dass man den 2 Jahren versucht und ist frustriert und kommt nichts zustande, obwohl man hätte das beheben können. Zweite Sache, viel Bewegung, viele frische Luft, richtig Sport ist wichtig, man sagt das immer so,
Rauchen aufhören oder weniger rauchen, Alkohol aufhören oder weniger Alkohol zu sich nehmen. Ich meine, wenn man sich das sehnlich wünscht, dann kann man denn auch was investieren. Und das ist dann eben in die Gesundheit investieren. Es reicht meistens nur 3 bis 7% des Körpergewichts zu reduzieren, als Mann und als Frau. Bei Frauen gibt es Frauen, die auch die Probleme haben mit ihren Eiern, mit den Eierstöcken. PCO ist jetzt Stichwort. Und das reicht auch meistens, wenn man nur 5 bis 7% des Körpergewichts reduziert, um bessere Eier zu produzieren. Das ist genauso bei Männern, um auch bessere Spermien zu produzieren. Auch wichtig ist, dass man sich gut und ausgewogen ernährt. Rindfleisch ist gut, Lamm ist gut, Fisch ist gut, nicht alle Fische, weil Fische könnte auch belastet sein mit Schwermetallen, je nachdem wie das denn wie alt die Fische sind und wo das denn erzeugt wird. Also es ist auch wichtig, dass man viele Nüsse zu sich nimmt. In einem anderen Video habe ich das in Einzelheiten denn aufgelistet, welche Nüsse wichtig ist. Sogar Schokolade ist gut für Libido und auch für bestimmte Stoffe. Dunkle Schokolade kann man in Maßen essen. Man soll viel Obst essen, vor allem Vitamin C reiche Obst wie Zitrusfrüchte, Orangen, Limetten. Bananen ist gut auch für Beistoffe und Menge an Spermien, das ist auch sehr wichtig. Man soll versuchen, alle 2-3 Tage Eier zu essen, das hilft auch mit der Spermienproduktion. Und wenn es notwendig ist, auch sich beraten lassen. Der Mann sollte die fruchtbaren Tage der Frau verstehen, Periode seiner Frau verstehen und dann diese Sache angehen. Es ist wichtig, denn kein Testosteron. Es gibt Leute, weil die so viel unter Druck stehen, die gehen dann mit Kumpel im Fitnessstudio oder wo auch immer und fangen an, irgendwelche Testosteronpulver oder Spritze zu nehmen, weil sie denken, das wird dann die Spermienproduktion ankurbeln. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Andere Sachen wie Bananen, wie bestimmte Nüsse, wenn man denn alle Vitamine und Mineralstoffe dem Körper zurechtstellt, dann wird der Körper schon das regeln. Sind ja auch bestimmte Stoffe wie Selen, das man auch kriegen kann, sowohl in Fleisch als auch in den Nüssen. Lieber das einnehmen, bestimmte Früchte auch, statt den Testosteron zu sich nehmen. Weil Testosteron kann umgewandelt werden, das hat Aktion im Körper, die den Gegenteil bewirken. Der Mann ist dann sehr angespannt, gereizt, wütend und auch das führt nicht zur Entspannung in der Beziehung und zur besseren Spermienzahl. Man hat dann mehr Hängebrüste, Bauch kommt, Fett wird dann woanders und statt es dann mit Testosteronzufuhr von draußen als Pulver oder als Injektion erfolgreich Spermienzahl und Sexualität zu verbessern, dass es denn stattdessen Libidoverlust macht, dass man Lustlosigkeit hat, dass man dann auch eine Erektion nicht aufrecht erhält, auch als Nebenwirkung von Testosteron. Ja, welche Nahrungsergänzungsmittel Sie einnehmen können, sind ja sehr viele. Aber es ist nicht immer sinnvoll, vor allem Vitamine und Mineralstoffe und so weiter, einfach so blind zu nehmen, weil die haben auch Nebenwirkungen und manchmal ist weniger mehr. Deshalb ist es wichtig, Beratung einzuholen beim Gynäkologen, wie wir bei Sexualtherapeuten, wie wir beim Urologen und dann gegebenenfalls Termin machen mit der Frau, auch manchmal allein. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Glück haben, mit Ihrem Vorhaben schwanger zu werden. Ich drücke Ihnen die Daumen.